Es geht weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir müssen mal wieder Strahlentau holen. Und wir müssen hier noch entlang, denn hier ist noch was. Und Todesberg gibt es scheinbar auch wieder in dem Spiel. Denn da sollen noch drei Viecher sein. Ich habe beim letzten Mal gemeint, die wären auf dem Friedhof. Da habe ich Bullshit geredet. Nee, das ist hier ein ganz neuer Bereich, wo noch Strahlentau ist. Das ist so eine Sache, ob wir doch drankommen. Oho, hier hört die Straße wohl auf. Aber wenn du weiter willst, zeige ich dir den Weg. Das ist nett. Dann zeige ich ihn mir mal. So, perfekt. Okay, ging gleich als gedacht. Oh, Goron, hi. Mann, wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben sich alle Leitern gekappt. Da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Und überhaupt, wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sich doch ruhig den Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Okay. Also die Goron scheint auch noch so ein kleines Problem zu haben. Passt ja eigentlich auch. Dann Kakariko, Todesberg. Gehört ja auch alles so ein bisschen zusammen. War ja ziemlich hintereinander. Tot? Moment mal, da oben. Da ist doch bestimmt was. Kann ich da schon drauf? Er ist doch sowas von da versteckt auf diesen horizontalen Säulen. Whatever. So. Okay, auf jeden Fall. Da hinten ist noch Strahlentau und ich glaube, die Map geht noch ein bisschen weiter sogar. Okay, Dampf. Und da so eine typische Shika-Statue. Und da ist so ein Viech versteckt. Ey! Okay, das ist nicht gut, das Volk. Lauschen. Okay. Okay, oben, Mitte, unten. Okay. Dann heulen. Kann ich hier irgendwo heulen? Da ist eine Truhe, aber ich kann wahrscheinlich nicht klettern als Wolf. Okay. Also oben, Mitte, unten merke ich mir auf jeden Fall mal. Kann ich hier bitte irgendwo heulen? Vielleicht hier? Also meistens ist er immer an so sehr hohen oder an so sehr großen Flächen. Ansonsten, nee, das ist ein Schattenkäfer. Am Rand. Wohl, ja, sich scheint er echt in dem Viech drin zu sein. Ich kann ja hier nur lauschen, aber nicht selbst heulen. Ach doch! Ach, ich muss nur A drücken. Ach. Ach nein! Ich glaube, ich muss mich echt irgendwie noch dran gewöhnen. Nice. Gut. Aber ich weiß nicht, ich muss mich da irgendwie dran gewöhnen. Vielleicht hat sich etwas andere Steuerung und... Was? Wo sind wir denn jetzt? Wieder der Typ. Bringt er uns wieder was bei? Das sieht cool aus. Ich würde sagen, einfach nochmal heulen. So. Es wird schon irgendwas bringen. Da ist voll der krasse Vulkan. Da ist das Schloss. Ah, was war das nochmal? Song of Healing, ne? Ja, das erkenne ich sowas von wieder. Stimmt, der Song of Healing. Das ist interessant. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Ah, ist das wieder der Skelett-Typ? Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay, machen wir. Auf jeden Fall bin ich jetzt würdig, eine neue Attacke zu lernen, wie es aussieht. Und ich hoffe, dass ich jetzt damit einen Schattenkäfer wegbekomme. Mhm. Jetzt bin ich am Wald. Okay. Latuan. Ist das... Okay.
Ich hoffe, das ist richtig so. Achso, ach, das ist der Ort, der heißt so. Ich dachte schon gerade, ich wäre jetzt irgendwo am Arsch der Welt. Bin ich ja so auch schon. Aber habe ich jetzt nicht so gedacht. So, wo ist jetzt das Viech? Ich bin ja praktisch jetzt ja direkt an... Ach ne, das ist weiter links. Okay, kann ich das Ding irgendwie angreifen? Oh, ich habe gedacht, dass wir noch richtig schnell gehen. Jetzt nochmal eben, oh, noch schnell die restlichen Schattenkäfer besiegen. Aber das zieht sich ja doch noch ein bisschen länger als gedacht. Ah, vielleicht ein bisschen graben einfach. Oder einfach Gespür nutzen. Ach, Moment, da. Komm her. So, ausgraben. So, perfekt. Aber na gut, wenigstens habe ich dadurch, dass ich den Schattenkäfer nicht direkt besiegen konnte oder nicht direkt gesehen habe, konnte ich wenigstens das Lied noch lernen. Die Map scheint sich noch zu erstrecken. Ach Gott. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns dann ja zurückverwandeln, können wir als Link dann ja auch die Kinder endlich wiedersehen. Und kriegen vielleicht auch unsere Bomben. Von dem Typen, wenn wir ihn einfach nicht darum bitten. Was ist das? Wow. Todesberg. Okay, 4 Viecher. Innovation. Am besten mache ich erstmal 2 von denen weg. Nein, ich wollte nicht 3. Ich wollte... Ach so. Nee, doch, nee, tatsächlich. Ah, komm schon. Noch zum 4. Nein. Aber okay, es ist nicht schlimm. Ich führe die ja immer näher dran. Ja, komm schon. Ah, komm schon. Nein. Ah, Junge. Okay, komm schon. Ja gut, die dürfen mich auch zwischendrin nicht treffen. Was? Habe ich nicht... Ich habe nicht gesehen, dass ich gestorben bin. Ich habe nicht darauf geachtet. Scheiße. Ja, Spiel fortsetzen. Sehr schön. Na gut, ich bin ja gerade jetzt in die Map so richtig reingekommen. Oh mein Gott, Grafikfehler. Moment, krieg ich das doch mal hin? Ich hatte ja gerade so richtige Aussicht auf die Stelle ja gehabt. Ja, hier. Oh mein Gott. So sieht es hinter der Wand aus. Na gut, man muss davon ausgehen, es ist sicher nicht leicht, sowas zu programmieren. Moment mal, ich... Warum gehe ich gerade... Nee, Moment. Nee, doch, ich war schon richtig. War schon richtig soweit. Kann ich die... Ach so, ja, mit B. Gut, nochmal. Die haben auch so ein bisschen was von Herzlosen, wie ich finde. Ansonsten... oder ich hau... Hä? Was ist das denn gerade? Oder ich hau den einfach um. So, perfekt. Friss, friss, nimm das. Ah, friss das, ich werde dich fertig machen. So, der ist schon mal tot. Und jetzt die 3 auf einmal. Die sind ja hier ziemlich nah beieinander. So, perfekt. Gut. Nice. Ah, na gut, diese Viecher werden schon immer gefährlicher auch. Okay. Aber hier fehlen noch Schattenkäfer. Ach, da ist noch was. Ach so. Ey. Ach so, ich muss aufpassen, dass da das Dampfteil nicht ist. So, perfekt. Und noch ein Gorone. Warum muss ich eigentlich ausgerechnet hier Wache schieben am Ende einer Sackgasse? Ist doch völliger Blödsinn. Vielleicht haben die mich ja auch abgeschogen, weil ich zu nichts anderem tauge. Wer weiß. Da oben! Nee, das war jetzt kein Schattenkäfer. Das war ein normales Viech.
So. Aber ich will den Schattenkäfer. Nee, der ist noch ein bisschen vor mir. Der müsste jetzt ja da in dem Goronen irgendwo sein. Eigentlich bin ich jetzt direkt an der Stelle. Ach so, in der Höhle wahrscheinlich. Komme ich da? Hä? Ach so! Ah! Da dran. Komm schon. Ah! Nice. Gut. Ich hätte das Gefühl, diese Höhle komme ich auch noch nicht so leicht. Ich kann es dann nochmal versuchen. So. Ich kann mal versuchen, mich da... Ja, nee. Komm schon. Oh, doch. Nice. Okay, blöd. Jetzt langsam kommen schon ganz schön viele Sachen, die wir noch nicht erreichen können, die wir uns dann merken müssen für später. Was für mich natürlich besonders schwierig sein wird, werden auf jeden Fall diese Parts sein, wo ich dann nochmal Sachen vervollständigen werde oder so, wo ich dann die 100% mache. Da kann ich mich schon mal viele Gekatte gefasst machen. Da kann ich aber schon mal sagen, wahrscheinlich werde ich aber auch dann ein bisschen auch mit Komplettlösung arbeiten. Wenn ich jetzt nicht komplett von selbst drauf komme. Weil das jetzt eben dann alles gleichzeitig auch noch aufzunehmen, während man sich umsieht und das auch noch alles ordentlich in den Part verpacken, das wird schwierig. Wahrscheinlich werden dann solche Parts dann immer mal zwischendurch mal laufen, weil das würde jetzt nichts bringen, wenn ich jetzt eben das ganze Let's Play dann jetzt nur die Story mache und durchrushe und so. Und, oh! Achso, ich dachte gerade, Jeff ist hier. Oh Gott! Was ist da los? Egal, was hast du zu sagen? Und dann irgendwann mal kommen auf einmal dann 5 Parts, wo wir dann die 100% machen oder so. Das dann lieber zwischendurch, dann hat man das ganz gut geregelt. Oh Mann, hier ist ja schon wieder ein neuer Geysir entstanden. Und ausgerechnet da, wo man ihn gar nicht gebrauchen kann. Da ist wohl jetzt kein Durchkommen mehr. Ach nö. Ach, stirb, du dummes Viech. Nerven aber diese Vögel. Egal, gib mir dein Herz, gib mir deine Seele. Ach Gott. Ich glaube, da komme ich tatsächlich nicht weiter. Auf jeden Fall, da unten ist noch was. Da sind Viechhor. Viechhor sind das. Und noch ein Schattenkäfer, wie es scheint. Und zwar genau... Stimmt hier irgendwo. Ach nee, der ist ja weiter hinten. Aber egal, schadet nicht hier trotzdem mal zu wühlen. Rubin. Okay, 3 Rubine. Na gut. Da. Fass. Nice. Okay, der letzte. Perfekt. Das Gebiet war jetzt doch nochmal ein bisschen länger als gedacht. Habe ich jetzt nicht erwartet. Aber na gut, es war ja halt nochmal eine ganz, ganz neue Map. Und natürlich muss einiges sein. Beziehungsweise ein ganz neues Gebiet sogar. Was sind Tiger des Lichts? Also, war das jetzt... Ja, Licht kehrt zurück. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer es jetzt gesagt hat. Deswegen war ich jetzt gerade durcheinander. Und wir sind wieder ein Mensch. Weil ich dachte gerade, dass der Geist jetzt nochmal zurückkehrt. Dabei fing die Sache gerade an, mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht, dass wir auch den Schattenkristall finden müssen. Ja, man sieht sich. Ja, also wieder ein Dungeon, wie es scheint. Ich hoffe nur, dass ich erstmal Bomben bekomme und überhaupt, es schadet bestimmt nicht mal mit den Kindern da zu reden. Und wieder der langsam sprechende Lichtgeist. Mit Regenbogen. Was ist das? Okay. Hat so ein bisschen was von Altaria. Es ist eine Eule mit riesen Schmetterlingflügeln. Mein Name ist Eldin und weiter geht's. Ich bin der Lichtgeist, der über dieses Gebiet wacht. Ah, der sieht echt cool aus vom Design. Auserwählter. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im
Heiligtum seines stolzen Bergvolkes. Dieses Heiligtum allerdings hat sich in einen Ort des Bösen verwandelt. Okay. Auf jeden Fall müssen in den Vulkan. Sieht sehr nach Feuerdungeon aus. Begib dich dorthin und säubere den heiligen Ort. Und warum geht die Messagebox von selbst weg? Auf jeden Fall, dann wissen wir jetzt ja, was zu machen ist. Von der Reihenfolge gerade aber so ein bisschen wie in Ocarina of Time. Jetzt erstmal ein Wald-Dungeon, jetzt ein Feuer-Dungeon. Obwohl ich sagen muss, wenn man schon mit Ocarina of Time jetzt vergleicht, war der Wald-Dungeon deutlich, deutlich umfangreicher. Der hatte schon eher Konkurrenz dem Wald-Dungeon in der Zukunft dort gemacht. Link! Dieses kleine Kind, wie das auf Alter herabsieht. Ah, ich hab's doch gesagt. Link ist gekommen, um uns zu retten. Ja, ja. Kann ich auch. Du bist also der junge Mann aus Ordon, von dem diese Kinder mir berichtet haben? Entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ach, das ist ein Mann? Ich sehe das an den Namen. Entschuldige, aber ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Leonard. Ich bin der Priester dieses Ortes. Ich dachte mal, das wäre so eine Frau halt, so wie die aussieht. Und dies ist meine Tochter Luana. Der wird gar nicht vorgestellt. Die Monster hatten uns entführt und dann haben sie uns irgendwo ausgesetzt. Aber der Priester hat uns den Weg hierher gezeigt. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass die Kinder aus Ordon kommen. Ein Dorf in entfernten Latoan. So weit weg von hier. Wir können uns auch nicht mehr erinnern. Auf einmal waren wir gefangen. Alles ist so seltsam. Es ist alles wie... wie ein Albtraum. Genau, als hätten wir uns in einen Albtraum verlaufen. Wie ein Albtraum. Dieser Ort hat sich wirklich verändert. Schwarze Monster haben das Dorf angegriffen. Auch die Geronen in den Bergen sahen uns plötzlich als ihre Feinde an. Ach, weil die bestimmt dachten, die Menschen wären das oder so. Sie erlauben uns immer noch nicht, auch nur einen Fuß in ihre Mine zu setzen. Ich kann es gar nicht glauben, dass dieses freundliche und stolze Volk sich plötzlich so verändert hat. Ich denke mal, es schadet nicht, uns da mal genauer umzusehen. Sicher findet sich der Grund dafür auf in der Mine. Nehmt auf jeden Fall die Kinder mit und flieh von diesem Ort. Wir, die wir hier wohnen, können das Dorf natürlich nicht verlassen, egal was geschieht, denn man kann nicht auswandern, das ist nicht möglich, schließlich ist es unsere Heimat. Na gut, wenn die jetzt einen großen Stolz haben, dann kann man es vielleicht sogar verstehen. Unsere Aufgabe wird es sein, die Goron von dem Fluch zu befreien, der auf ihnen lastet. Na gut, oder wir müssen das machen, weil die wahrscheinlich nicht dazu in der Lage sind, so wie die uns schon angucken. Ah, und die typische Kakariko-Musik. Ich glaube, in Kakariko können wir jetzt einiges machen. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir einiges an neuen Orten gesehen. Erst bevor ich jetzt so richtig in Kakariko jetzt erstmal reingehe, möchte ich gerne... obwohl, da komme ich in ein ganz neues Gebiet, wie es scheint... Das ist der Todesberg, da komme ich wieder zur Ebene. Da gehe ich doch erstmal ein bisschen zurück, weil wir jetzt auf dem Weg auch ganz viel noch hatten, dass ich mir jetzt noch angucken konnte. Und ich glaube, es schadet nicht, sich das alles mal nachträglich noch zu holen. Beziehungsweise, nee, hier nicht. Komme ich hier überhaupt raus als Mensch? Weil ich wollte nämlich auch gerne nochmal ganz kurz nochmal in den Wald zurück, weil ich da nämlich auch, da wurde mir nicht gesagt, da habe ich nämlich auch ein Herzteil übersehen. Und allgemein werden noch so ein paar Truhen noch gehabt, wo ich erstmal noch dran klettern musste und so. So vieles, was ich jetzt noch nicht direkt erreichen konnte.
Das will ich ja gerne nachholen. Sonst nehme ich mir erstmal die Truhen hier, die ich noch übersehen habe. Also ich werde jetzt in dem Part jetzt nicht mehr groß viel machen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt die Suche nach den letzten drei Strahlentau-Dinger so lange gedauert hätte. Da komme ich jetzt schon in das völlig neue Gebiet. Ach nee, der Friedhof. War doch gut, hier könnte ja auch noch einiges sein. Okay, der Boden wurde abgedichtet. Na gut. Oh, da ist so ein Insekt. Sind die Insekten vielleicht der Skulltola-Ersatz? Nehmen. Oder wir brauchen die vielleicht für irgendwelche Quests. Ameise männlich gefangen. Ihr goldener Körper erfreut jeden Insektenliebhaber. Okay. Und Viecher. Viechor. Ich glaube, ich werde es jetzt immer so aussprechen. Keine Ahnung warum. So. Nice. Alter. Da hat meine Animation unterbrochen. So. Hä? Ist da ein Nest von denen? Wie viele denn noch? Hallo? Okay, ich glaube, das waren alle. Ja, okay, es ist verständlich, dass es solche Viecher da auch gibt. Ich glaube, ich sollte den mal anrempeln. Da ist noch so eins von denen, glaube ich. Obwohl, sonst scheint hier nicht viel zu sein. Ist das Insekt? Oh, ja komm. Oh mein Gott, ich glaube, das ist nicht gut. Das war keine schlaue Idee. Ich könnte höchstens meine Biene hier einfangen. Geht das? Oh, ich kann die nicht einfangen. Scheiße. Oh oh. Wirbelattacke. Oh boy. Oh, nochmal eins von den Viechern. Ich habe jetzt mal gedacht, ich kann. Oh! Okay, man wird doch belohnt. Und hier schadet es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das schadet nicht, das hier mal anzuzünden. Oder? Ist das, kann ich das überhaupt anzünden? Ich hoffe es. Oh, tatsächlich. Hey, mach. Ach, ja, auch mit dem richtigen Knopf. War jetzt mal gerade meine Schuld. Oh, tatsächlich. Es passiert was. The fette Truhe. So. Gut. Und es ist 50 Rubine. Okay, also Lila ist 50. Gut. Hier haben wir nichts. Na gut, da sind ja auch keine Blätter. Da würde man ja sonst sehen, dass da was ist. Greifen. Ah, okay. Und dann geht's nach unten. Ah, okay, doch nicht. Ich dachte gerade, das ist so wieder das Typische, wo man da so runterfällt. Und dann kommt man jetzt Teil der Könige. Oder so. Aber wenigstens keine Geister. Und kein Boris. Der hier so der eine nervige Grabquest hat. Wenigstens das nicht. Ja, in der Ocarina of Time gab es schon. Ocarina of Time habe ich auch nie zu 100% gespielt, weil da waren ein paar Sachen bei, die waren mir, muss ich sagen, die waren mir echt einfach zu blöd. Trotzdem will ich mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt überhaupt da raus kann. Wenn nicht, werden wir uns dann noch im nächsten Part noch weiter in Kakariko umsehen. Und ansonsten wollte ich dann noch zum Abschluss noch das Herzteil holen, das ich übersehen habe. Weil ich jetzt nämlich eine Vorstellung hätte, wie ich das vielleicht bekommen könnte. Nur Voraussetzung ist, dass ich hier raus darf. Ginge das? Ich kann hier tatsächlich nicht raus. Ich bin hier eingesperrt. Ernsthaft? Ansonsten würde ich dann nur noch mal ganz kurz in diesen Bereich gehen, wo ich klettern kann, da kurz vom Todesberg. Und mir da noch die Truhen holen. Das war jetzt blöd. Hätte ich vor allem jetzt auch gerade schon prüfen können. Wo war noch mal der Todesberg? Hier. Okay, ganz hinten rechts war das. Gut. Boah, ich will die Prona wieder haben. Jetzt nicht, weil ich die gern habe, sondern einfach wegen... Was war das gerade? Konnte ich gerade irgendwas machen? Hä? Achso, das war das Schild wahrscheinlich. Einfach, um sich wieder schneller fortzubewegen. Das ist auch wieder noch, das ist noch so ein dummes Tor.
Oh, und vor gerade waren wir noch so schnell noch unterwegs als Wolf und dann das. Ah. Obwohl, ach, ich komme doch gar nicht weiter, ne? Oder kann ich da hochklettern? Ach so, okay, ich kann klettern. Ah, und wieder die typische Gerudo. Gerudo. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nee, nicht Gerudo? Sag mal kurz, wie heißt du nochmal? Halt, Mensch, Menschen haben hier keinen Zutritt. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Goron. Goron natürlich, nicht Gerudo. Gerudo sind nochmal ganz, ganz andere. Goron. Die typische Musik von denen. Hier beginnt das Territorium des stolzen Volkes der Goronen. Wer hier eindringt, wird es, der wird es bereuen. Nein! Hör auf! Hör auf! Greifen! Ich dachte, ich hätte noch gegriffen. Soll das unschaffbar sein? Schwächling, so kannst du gegen einen Goron nie etwas ausrichten. Ist dir das klar? Dann mach, dass du von dir verschwindest. Verpiss dich! Ey, ich habe das Gefühl, ich sollte ihn noch nicht packen können. Vielleicht brauche ich erst irgendeinen Armreif oder so. Oder Bomben oder keine Ahnung. Okay, also unsere Lage ist... Wir werden wohl auf jeden Fall uns ein bisschen in Kakariko noch umsehen müssen, mit den Leuten reden. Und... Okay, und das löse ich irgendwie von selbst. Ah, du bist wohl auf. Ich hatte gesehen, dass du in die Berge gehst. Da musste ich dir einfach folgen. Aber sag mir, Link, du willst doch nicht etwa zu den Goronen am Todesberg. Das wäre viel zu gefährlich. In diesem Volk gilt das Recht des Stärkeren. Und jemanden, der nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Ja, jemanden an Kraft bemessen. Yay, geile Gesellschaft dort. Aber einen Menschen kenne ich, der genug Kraft bewiesen hat, um sich den Respekt der Goronen zu verdienen. Sein Name ist Boro. Genau, der Bürgermeister deines Heimatdorfs, Ordon. Den meine ich. Okay. Ja, den finden wir nur nicht so leid, vor allem, weil wir den Ort scheinbar nicht mehr verlassen können. Du solltest ihn besuchen und um Rat fragen. Zudem könntest du den Dorfbewohnern berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind. Noch besser wäre es, du könntest sie mitnehmen. Aber zu Fuß durch Ebenen voller Monster, das wäre viel zu gefährlich. Nee, ich habe keinen Bock auf so eine Art von Eskorte. Nee. Die Kinder werden wir so lange in Kakariko betreuen. Aber die Eltern in Ordon sollten sich keine Sorgen machen. Sag ihnen das. Ja, aber ich kann doch nicht da zurück. Würde ich ja gerne, aber kann ich ja nicht. Ich komme ja nicht hier raus. Aber na gut, ich würde sagen, dann in Kakariko sehen wir uns dann beim nächsten Mal um. Vielleicht kriegen wir noch eine Möglichkeit, dann wieder auf die Steppe zurückzukommen und auf den ganzen Ort und zurück nach Ordon und wo nicht überall. Oder irgendwie über die Portale. Mal gucken. Na gut, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei und bis dann.